Hallihallo und sei grüßt, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder hier bist zu einem neuen Let's Play. Ich bin's André und wir vertiefen uns wieder in die Welt von Herr der Ringe Online in Mittelerde. Ja, sei herzlich willkommen und viel Spaß bei dem Let's Play. Ich nehme euch heute auf einen Abendspaziergang mit, weil wir waren ja jetzt in Frostfels gewesen und haben ja da diese ganzen, oder haben ja ein paar Weihnachtsaufgaben gemacht. Und jetzt müssen wir natürlich wieder zurück zu unserem Hauptstandort, wo wir angefangen haben mit unseren Aufgaben. Aber leider, ich bin auch Free-to-Play-Spieler, also kann ich auch keine, nicht bei allen so schnelle Reisen machen und muss natürlich jetzt viel hin und her reisen. Und ja, was soll ich sagen, da hat man noch ein bisschen was zu tun. Auf meinem Pferd kann ich immer noch nicht reiten, weil ich immer noch nicht bei dem Hengstackerhof gewesen bin, um mir meine Reitfähigkeit zu erlernen. Aber ist auch nicht schlimm. Wir müssen einfach nochmal laufen. Und deswegen möchte ich dich bei diesem Let's Play auf einen kleinen Spaziergang hier mitnehmen. Durch Bremen, mein Lieber. Komm, wir gucken mal zusammen nach oben in den Himmel. Sieht es nicht schön aus hier? Die Sterne am Himmel. Dann der Mond, wie er sich da bewegt. Ist doch wunderbar, oder? Da kommt man doch leicht ins Träumen. Und ja, wenn du hier siehst, wie ruhig es in Bre auch ist, wir haben ja nun die Neujahrswende und 2023 ist ja auch angebrochen. Und die Bewohner von Bre haben auch fleißig gefeiert, haben zur Silvester ihre Raketen steigen lassen in wunderbarsten Silhouetten, wie man es aus den Herr der Ringe Filmen kennt, mit riesengroßen Drachen und schönen Feuerwerk. Also, sie haben wirklich gut gefeiert, weil wenn die Hobbits und die Menschen hier zusammen feiern, dann wird es eigentlich immer unsaglich schön, ja. Aber nun ist auch leider alles vorbei und das Jahr fängt natürlich wieder von vorne an. Also auch hier fängt alles von vorne an und wir bereiten uns so langsam, also eigentlich noch gar nicht, wenn ich jetzt sagen würde, wir bereiten uns auf den Frühling vor. Der Frühling ist ja noch so lange hin, eigentlich kommt bestimmt jetzt nochmal der dicke Winter, aber wir schauen positiv in das neue Jahr und auf viele, viele Abenteuer hier in Herr der Ringe Online. So, jetzt werde ich mir erstmal hier den gönnen, den habe ich mir nämlich noch gar nicht gegönnt, sonst hätte ich nämlich auch hier hin reiten können, aber leider habe ich mir den nicht gegönnt. So, vielleicht kannst du dich ja daran noch erinnern, wir waren ja hier im Breland gewesen, im Auenland und haben hier ein paar Aufgaben. Wir können zum Beispiel hier oben nach Durins Halle zur Baustelle, da haben wir jetzt die aktuelle Aufgabe, warte mal, lass ich kurz mal gucken, das war hier eine Klinge für ein Leben, da müssen wir mit dem sprechen. Ich glaube, mit der Klinge war das ja so gewesen, da hatten wir doch, genau, die sollte nochmal neu geschmiedet werden und da muss sie ja so ein paar handwerkliche, ich weiß nicht, Zutaten wollte ich jetzt nicht sagen, aber Eigenschaften sammeln. Und ja, die habe ich alle. Dann können wir da direkt mal hingehen und mit demjenigen reden. Und vielleicht stellt er uns ja jetzt dieses neue Schwert her. Und wir können unsere Geschichte auch weitermachen. So, mittlerweile haben wir auch schon richtig viele Aufgaben. Die Wintergeschichten. Hier habe ich zum Beispiel die Wintersaison-Instanzen. Winterinstanzen sind während des Julfests verfügbar. Die Aufgabe könnte ich zum Beispiel auch entfernen. Achso, abbrechen kann ich die gar nicht. Warum kann ich die eigentlich gar nicht abbrechen? Ja, ich kann sie aus der Übersicht entfernen. Aber ich kann sie einfach nicht abbrechen. Na gut. Oder wenn ich hier so klicke? Nee. Okay, dann lassen wir sie da drin. Dann müssen wir einfach bis zum nächsten Julfest warten. Und gucken, ob wir die Aufgabe einfach dann machen. Aber bis dahin ist es noch lange, lange hin. Ich werde jetzt dranbleiben, dass wir vielleicht zusammen beim nächsten Let's Play zusammen zum Hengstackerhof gehen und die Reitfähigkeit lernen, damit wir endlich mit unserem Gaul hier reiten können. Ich habe nämlich hier den Gaul schon unten reingesetzt. Das Pferd der Morgenröte wartet schon, endlich von mir geritten zu werden, aber wenn ich leider nicht reiten kann, was soll ich machen, wa? So, wir haben es gleich geschafft. Also, ich muss trotzdem immer noch sagen, dass das, also das Startgebiet, ich würde, oder sagen wir mal, ist den Grundcontent. Das ist ja meistens immer so bei den Spielen, was ich so bemerkt habe, dass der Grundcontent mir wirklich immer am besten gefällt. Ja, also ich weiß, dass Herr der Ringe leider auch immer düsterer wird und schrecklicher und trotzdem finde ich es wieder schön, wenn ich auf ein Lichtblick
komme, wo es einfach nur schön und ruhig und voller Liebe ist in dem Spiel und gerade hier im Breland und auch in den ganzen anderen Anfangsgebieten, ist es einfach immer wunderschön. So, Kenton Dieselweg, ich bin zurück, mein Lieber. Sei gegrüßt. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Oh, seid mir gesegnet. Ich habe mir meine Tochter wohlbehalten zurückgebracht. Ich kann euch gar nicht genug danken. Ihr habt so viel für mich getan, auf mehr Arten, als ihr es euch vorstellen könnt. Während ihr fort wart, habe ich mich mit Lofas Auftrag beschäftigt. Ich musste etwas tun, damit mich der Kummer nicht völlig übermannt. Sobald ich meine Arbeit abgeschlossen hatte, kam Lofa und nahm das gute Stück mit. Er schien damit zufrieden zu sein. Er sagte sogar, dass meine Arbeit an die der Zwerge heranreiche. Er versprach mir in Zukunft mehr Arbeit zu verschaffen. Hadrek, ihr habt meine Familie gerettet und mir Hoffnung auf eine glückliche Zukunft gegeben. Ich kann euch gar nicht genug danken. Na, das ist doch wirklich mal ein, ja, wie soll ich sagen, ein gelungener Abschluss, ja? Okay, was hat er denn für uns? Also wir hätten ja zum Beispiel eine neue Hose, die hat mehr Rüstung und 8 Schicksal, aber das war's dann auch. Und hier hätten wir einen neuen Ohrring, der anstatt Macht mit Vitalität bestückt ist. Das muss ich natürlich erstmal nochmal reinlinsen, ob es sinnvoll ist, die Vitalität hier zu nehmen. Die haben wir hier. Als Bioinga ist Vitalität sehr wichtig für euch. Vitalität verbessert eure maximale Moral. Ne? Dann nehmen wir noch lieber hier den O-Ring. Ah, ich habe nicht genug Platz, wie immer. War ja klar. War ja total klar. So. Dann schmeiße ich hier einfach was anderes raus. Hier. Das. Mit der Hose. Ah, oh, guck mal, ich habe noch eine andere Hose. Ich habe ein bisschen geschlampt hier mal wieder. So. Dann haben wir das auch erledigt. Eine Klinge für ein Leben haben wir damit abgeschlossen. Dann können wir den Ohrring nehmen. Wir werden hier die Hose anziehen. Und ja, da kommt wieder was raus. Okay. Haben wir noch eine Hose? Level 5. Ach, guck mal, die haben wir schon mal gehabt, aber die hat auch Wille drauf. Wir können gerne mal raufgucken, was der Wille sagt. Er verbessert, aber ist jetzt nicht so wichtig. Für die Figur und Handschuhe haben wir noch. Die geht auch mit Villa. Brauchen wir nicht. Und Beweglichkeit. Kritische Treffer werden hier verbessert. Aber ich denke nicht. Okay, da werden wir dann auf jeden Fall mal, werde ich mal zum Krämer gehen und ein paar Sachen verkaufen. Genau, damit haben wir das dann schon mal hier gemacht. Ich würde sagen, ich mache mich schon mal auf den Weg zum Hengstacker Hof. Das ist jetzt meine Priorität Nummer 1, die ich jetzt hier habe. Und dann werden wir einfach zusehen, dass wir uns jetzt eine Reitfähigkeit erlernen. So. Hier ist es immer wunderbar ruhig. Ah, das ist eine Stille hier. Wahnsinn. So, ich weiß auch gar nicht, ob es noch irgendwo anders eine. Vielleicht kannst du mir das unten in die Kommentare schreiben. Also ich kenne es einfach nur so, dass ich meine Reitfähigkeit beim Hengstackerhof bekomme. Vielleicht gibt es ja auch noch eine andere Möglichkeit, wo ich die erlernen kann. Oder ob es eigentlich nur da geht. Weil mir hat das mal früher jemand gesagt und dann bin ich auch einfach ewig immer dahin gelaufen. Habe ich noch. Brauche ich das eigentlich? Das Silber? Ich denke schon, oder? Aber wahrscheinlich kann ich das ja gar nicht tragen, weil meine Taschen ja voll sind. Mal gucken, ob ich im Hengstackerhof jemanden habe, der meine Taschen nimmt. Der mir meine Taschen entleert. Hey, der Bär wird's wissen. So, da ist es schon. Da haben wir schon den Abzweig. Laufen wir einfach quer rüber. Man muss sich ja auch nicht immer an die Wege halten.
Man kann auch mal einfach mal querfeld einlaufen. Achso, ich dödel. Hätte man das machen können. Hätte uns ein bisschen Zeit gespart. Verdammt. Der ist auch echt weit. Ich weiß gar nicht, wie man sonst eigentlich als neuer Spieler darauf kommen könnte, dass man hier hin muss, um seine Reitfähigkeit zu erlernen. Bin mir nicht wirklich sicher. So, da sind wir auch schon da. Hier ist auch noch eine Rennstrecke. Da kann ich mich auch daran erinnern, an die lustigen kleinen Spielchen, die wir hier gemacht haben. Ja, und hier haben wir den Hengstackerhof. Ja, ein Hof voller Pferde. Und ja, jetzt sind wir da. Und jetzt werden wir im nächsten Let's Play werden wir unsere Reitfähigkeit lernen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich hoffe, es hat dir gefallen, mein Lieber. Dann würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen. Und wenn du noch kein Abonnent bist, dann drück doch mal jetzt auf den Abo-Button. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Bis dann, dein André.